Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht weiter bei Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Wir sind immer noch im Bonusfall und müssen jetzt erstmal ein bisschen ermitteln. Nachdem wir ja einiges erfahren haben hier. Wollen wir doch mal schauen. Also hier finden wir auf jeden Fall noch irgendwas auf dem Boden. Was ist das? Eine Brieftasche. Entschuldigung, Wachtmeister. Moment, was tun Sie da, Herr Wright? Was ich tue? Ich habe diese Brieftasche gefunden und gebe sie nun der Polizei. Das glaube ich ja nicht. Das ist die Grundregel. Alles an einem Tatort ist ein Beweisstück. Gehen wir das wissenschaftlich an, bitte. Stecken Sie sie einfach in die Tasche. Inwiefern ist das wissenschaftlich? Sieht mir eher nach Diebstahl aus. Brieftasche wird hastig in die Tasche gestopft. Ich werde zur Pflicht gerufen. Und das in meinem Alter. Kann die mal bitte mit diesem Spruch aufhören? Naja. Hier, ich zeige Ihnen den Trick, wie man Beweise genau untersucht, okay? Und das in meinem Alter. Wie ihre Augen blitzen. Man sieht, dass sie auf diesen Moment gewartet hat. Und das in ihrem Alter. Okay, also. Sehen Sie sich die Gerichtsakte an. Mache ich doch gerne. So, Brieftasche. Sie müssen sicherstellen, dass Sie das Beweismittel von allen Seiten genau ansehen. Gut, untersuchen Sie es nun. Aus jeder Richtung. Mache ich. Können Sie es immer umdrehen? Links, rechts? Indem wir hier das Feld ein bisschen bewegen und wir zoomen ran. Brrrt. Drehen es wieder ein bisschen und schaut mal, hier ist ein Knüppel. Oh, sehen Sie! Da könnte ein Hinweis sein. Sie sollten ihn sich ansehen. Drücken Sie untersuchen. Milo glatt. Patsch. Aha. Das ist ein Ausweis. Inspektor Bruce Goodman, Ausweis Nummer 584-2189. Sehen Sie? Nun, ist die wissenschaftliche Untersuchung nicht nützlich? Ich schätze schon. Auch wenn ich nicht weiß, was daran Wissenschaft ist. Goodmans Ausweis zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das Portemonnaie wurde weggeschmissen. Untersuchen wir jedes Beweisstück, das wir finden. Ich schätze, ich muss von jetzt an auf der Hut sein. Okay. Dann machen wir uns mal weiter in der Untersuchung auf die Socken und schauen mal, was wir hier so finden. Ein kurioser Carport. Hör mal, was ist das denn? Wie konnte der da parken? Okay. So viel dazu. Untersuchen wir mal dieses kleine gelbe Ding hier. Nun, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Suchen wir nach Hinweisen. Ich frage mich, was das hier ist. Tja, Partner. Sieht aus, als wärst du, als wenn du nicht stillschweigend gehen willst. Oh. Der Sheriff. Ich hab doch schon gesagt, das ist unser Claim. Ihr verzieht euch besser. Es sei denn, ihr wollt eine Kugel kassieren. Puh, erschreckend. Könnten Sie uns nur eines sagen? Wem gehört dieses Auto? Sieh an. Die kleine Berliner Ballerina, die hat eine gute Spürnase. Du willst wissen, wer den roten Mustang mit der Leiche im Sattel reitet, Bitte. Kein Problem, Püppchen. Ist sowieso Zeit für für den Proviant. Schaff deinen Hintern in den Salon, im Saloon im 12. Stock des Büros der Goldschürfer. Da findest du sicher einen Cerveza, der das dir schmeckt. Büro der Goldschürfer? Wo glaubt dieser Typ zu sein? Und wann vor allem? Memo an mich? Proviant? Saloon? Cerveza nachschlagen. Vielleicht sollten wir uns Raum 1202 anschauen, das Büro des Oberstaatsanwalts. Haltet euch auf jeden Fall von dem Wagen fern. Ihr könnt hier auskundschaften, was ihr wollt, aber bleibt von meinem Claim weg. Sicher. Großartig. Okay. Großartig. Vielleicht gibt es noch Hinweise, Herr Wright. Schauen wir uns um. Entschuldigung? Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Uns? Oh, hallo. Was soll das? Sie können doch nicht wirklich. Sie verkaufen Lunchboxen? Hier? Das ist ein Tatort. Hallo. Halb und halb, nicht wahr? Oh, danke. Und Sie? Ja. Etwas knusprige Güte für Sie. Danke. Interessante Geschäftsidee. Dieser Bereich ist nur mit Genehmigung zu betreten. Vor allem nicht von Passanten. Oder sind Sie Polizisten? Nein, aber Sie. Sie sehen nicht eben wie jemand aus, der die Genehmigung besitzt. Also das ist wohl kaum eine angemessene Begrüßung. Auch wenn meine Tage als Ausspuckkönigin vorbei sind. Ausspuck? Hä?
Hallo? Ich bin ziemlich satt. Vielleicht verzichte ich auf das Mittagessen. Ich stehe mit diesem Fall in enger Verbindung, wissen Sie? Die Bilder haben sich mir in die Augen gebrannt, könnte man sagen. Ja, all die schrecklichen Geschehnisse. Oder Geheimnisse. Geheimnisse? Meine Güte. Ihr seid nicht die Schnellsten, oder? Oh oh. Ich meine den Mord. Das Erstechen dieses Inspektors. Was? Ein Zeuge hat mich die Tat begehen sehen. Dann sind Sie die Zeugin, über die meine Schwester gesprochen hat? Bitte, Ausspuck, Königin. Sagen Sie uns, was passiert ist. Mein Name ist Angel Star. Merkt euch das. Oder liegt wimmernd vor mir am Boden, bevor ihr euch verseht. Ja. Naja, die meint es ernst. Okay, wir reden mal ein bisschen mit ihr. Über den Fall. Irgendwie wusste ich es. Gestern war ein Tag des Schicksals. Ich wusste, dass etwas passieren würde. So wie ich weiß, dass an jenem Freitag das Tagesmenü Lachs ist. Schicksal? War gestern aus irgendeinem Grund ein besonderer Tag? Sie sind ein Strafverteidiger, oder? Dann sollten Sie das wissen. Sie sollten die bösen Missetaten in diesem Hort der Ungerechtigkeit kennen. Böse Missetaten? Staatsanwälte, Sie haben keine Scheu, den Namen Unschuldiger zu besudeln. Und gestern haben Sie dem Bösesten unter Ihnen Tribut gezollt. Sie gaben ihm den Preis des Staatsanwalts des Jahres. Was für eine Farce. Sie sagt also, es gab gestern eine Art von Staatsanwaltsversammlung? Ich war versucht, Ihre Mittagessen mit etwas Schlechtem zu benetzen. Haben Sie persönlich etwas gegen Staatsanwälte? Oder gibt es einen wissenschaftlichen Beweis, dass Sie, böse sind? Junge Frau, es ist gefährlich, mich zu verspotten. Sie werden bald herausfinden, warum man mich die Ausspuckkönigin nennt. Oh. Der Schlimmste unter den Bösen, den man gestern ehrte. In seinem Auto fand man die Leiche. Der Beweis, dass er die bösesten Mittagessen verschlingt. Wirklich? Wirklich was? Ich bin völlig verwirrt. Eins ist klar. Diese Essensdame hat etwas gegen Staatsanwälte. Sprechen wir sie mal über das, was sie sahen. Also was genau haben sie mit angesehen, Frau Star? Es war ein faszinierendes Schauspiel, das ist sicher. Jetzt glaube ich zu verstehen, was mit die Rache einer Frau gemeint ist. Zu sehen, wie Lena Sky das Messer so führt... Ihr Messer zerschnitt sein Fleisch. Nein, zerteilte seine Seele. Ein wirklich sehenswertes Bild. Sie meinen, sie sahen das eigentliche Verbrechen? Das Geräusch der silbernen Fäden, die ihn an die Welt binden, grausam durchtrennt. Und das rhythmische Schlagen von Lena Skys Messer. Moment mal, Sie kennen Lena Sky? Natürlich. Das ist ein Heldenstück, Generalstaatsanwältin zu werden. Wie viele Henkelmänner der Sünde sie auf ihrem Weg gefüllt hat, frage ich mich. Sie reist immer mit leichtem Gepäck. Warum kennt diese hübsche Essensdame den Namen der Generalstaatsanwältin? Sprechen wir sie mal auf sie selbst an. Können wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person stellen, Frau Star? Ich komme jeden Tag hierher, um Mittagessen zu verkaufen. Ich importiere nur das Frischeste und Beste aus dem Fernen Osten. Aus irgendeinem Grund sind Mittagessen in der Box der große Renner. Warum machen Sie denn das Essen nicht lieber hier, statt es zu importieren? Haben Sie etwas gesagt? Nein. Nur echte Genießer können das verstehen. Die bereits General Zoos Trilobite Lunchbox probiert haben. Ich kann nicht. Sie haben gewonnen. Ich will nicht mal wissen, wie so ein Trilobite schmecken könnte. Egal, auf jeden Fall komme ich jeden Tag hier, um Essen zu verkaufen. Mein Freund arbeitet hier im Waschraum des Büros. Im Wachraum des Büros der Staatsanwaltschaft. Im Waschraum. Ja, nee, ist klar. Naja. Ihr Freund? Sehen Sie den Wachraum dort drüben? Die verglaste Bucht? Ich verkaufe mein Essen und wenn ich schon mal da bin, schaue ich mal bei ihm vorbei. Da du schon mal da bist, anscheinend ist hier das Geschäft wichtiger als Liebe. Und nun die bisher verfügbaren Daten wissenschaftlich zu analysieren. Sie, Frau Star, sind eine Essensverkäuferin mit einem anderen Grund hier zu sein. Nützliche Analyse. Naja, was erwartet man sonst? Sprechen wir sie mal auf die Staatsanwaltschaft an.
Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Staatsanwälten gemacht, Frau Star? Ich spüre eine leichte Feindseligkeit. Feindseligkeit? Ha, vielleicht. Staatsanwälte sind alle gleich. Je höher sie steigen, umso schlimmer stinken sie. Wie 10 Jahre alte Muscheln in der Suppe. Ich frage mich, ob Frau Star in der Vergangenheit Ärger mit dem Gesetz hatte. Das wäre ein klarer Fall von Lebensmittelvergiftung, wissenschaftlich gesehen. Ich meine, jetzt reden Sie wie die Ausspuckkönigin. Ich dachte, Sie wäre nur eine Essensverkäuferin, aber jetzt bin ich da nicht mehr sicher. Eine kurze Unterbrechung. Und weiter geht's. Ja, ich bin mir da nicht mehr sicher, ob sie wirklich eine Essensverkäuferin ist. Naja, egal. Wir zeigen Ihnen jetzt mal einen Ausweis, und zwar den von Goodman. Den können wir auch prüfen, indem wir mal ein bisschen näher rangehen. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, wie ich das mache, dass ich das Gerät so bediene. Das liegt daran, dass ich hier auch hingehen kann und zumindest zoomen kann mit Y und mit X. Und dann den Rest muss ich hier eben halt auf diese Methode machen. Aha. Polizeibehörde steht da unten. Das kann man eindeutig lesen. Gut. Und wir präsentieren ihr den mal. Wegen dieser Karte. Lunchline-Verkäufer nehmen nur Bargeld, keine Karten. Vor allem keine Karten, die jemandem anderen gehören. Nein, nein, das ist keine Kreditkarte. Es ist der Ausweis eines Inspektors. Und warum zeigen Sie mir das, der Essensdame? Das ist, als würden Sie einem Inspektor einen feinen Honigschinken zeigen. Warum kommt es mir ständig so vor, als würde ich veralbert? Okay. Wo so viel dazu? Wir zeigen Ihnen auch nochmal die Anwaltsmarke. Ein Verteidiger muss kämpfen können. Wie ist es mit Ihnen? Glauben Sie, dass Sie gewinnen können? Wie wäre es, wenn Sie auf die super Gurken-Lunchbox von Lunchnet stürzen? Wahnsinn, wirklich knusprig! Eine Box mit Gurken? Ein ziemlich armseliges Mittagessen, finde ich. Wir kontrollieren den Ausweis lieber nochmal ein bisschen. Wir da irgendwas untersuchen können drauf. Wollen wir nochmal schauen. Vielleicht kommen wir da noch irgendwie dran. Aha! So. Hier stehen Name und seine Dienstnummer. Inspektor Bruce Goodman, Nummer 58129. Ich frage mich, ob die Kennung immer eine Zahl sein muss. Was denn sonst? Buchstaben natürlich, sie sind immerhin der Hauptgrund, dass es die Schrift gibt. Stimmt. Inspektor Bruce Goodman, Nummer Jabadab. Ja, nee, ist klar, Jabadabadu. Verstehen Sie? Wäre das nicht besser? Jabadab? Nun, das hat was. Ist klar. Meine Rede, hihi. Sie ist echt schnell zu erheitern. Nun ja. Schau auf die Rückseite. Vielleicht finden wir auch noch irgendwo einen Hinweis. Offensichtlich nicht. Na gut. Ja, versuchen wir es nochmal. Ja, sie sagt immer nur das Gleiche. Naja, haben wir einfach noch nicht über alles mit ihr gesprochen. Doch, wir haben mit ihr über alles gesprochen. Nun gut. Dann wollen wir es doch mal hier wegbegeben. In das Büro des Oberstaatsanwalts. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.